Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Disneyland Paris Review Video. Ich habe ja bereits angekündigt in meinem letzten Vlog von Disneyland Paris, dass ich nochmal ein Review Video machen werde, wo ich nochmal alles erkläre, auf eure Fragen eingehe, etc. pp. Falls euch die Vlogs interessieren, ich verlinke euch mal den letzten Vlog bei dem i. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich war ja eine Woche im Disneyland Paris zur Wiedereröffnung und es war wirklich magisch. Es war wirklich eine ganz tolle Woche. Und ja, genaueres kommen wir gleich zu. Ich habe mir auch alles brav aufgeschrieben. Das heißt, wenn ich immer runterspicken muss, tut es mir leid, aber ich muss mir meine Notizen durchgehen, damit ich auch nichts vergesse. Und ja, es wird so ein Mix aus, ich rede in die Kamera, zeige euch Bilder, vielleicht auch noch ein paar Szenen aus dem Disneyland Paris, um es besser zu verdeutlichen. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Ich habe bereits ein Tipps-Video hochgeladen, verlinke ich euch auch gerne noch bei dem i. Da erkläre ich kurz in einem kurzen Video meine persönlichen Tipps an euch, wenn ihr während der Corona-Maßnahmen noch ins Disneyland Paris fährt. Schaut auch gerne noch mal da rein. Ansonsten, ja, fangen wir an mit meinem Review. Wie gesagt, die Woche war wirklich magisch. Die Magie ist nicht verloren gegangen über 4 Monate nach der Schließung. Im Gegenteil, ich fand es irgendwie noch magischer. Das erste Mal wieder über die Main Street zu laufen, das Schloss zu sehen. Das war schon wirklich ein tolles Erlebnis. Und ja, es gibt Maßnahmen während der Corona-Zeit jetzt, aber ich finde, es hat keinen, also es hat meine Erfahrung oder meine Experience nicht beeinflusst. Ja, ich war ja eine Woche da mit Jessie und zwischendurch sind ja immer auch andere Leute dazugekommen. Daniel, Michaela, Brina, Angie und ja, so viele verschiedene Menschen haben wir dort getroffen und es war wirklich toll und ich finde, das ist auch immer, das gehört auch immer zum Disneyland Paris dazu. Natürlich Charaktere, Attraktionen, aber auch die Menschen, die man dort trifft. Aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Ich habe mir Stichpunkte gemacht, worüber ich reden möchte, was ich nochmal zusammenfassen möchte. Und auch eure Fragen habe ich mir nochmal angeschrieben. Und ich werde auch explizit nochmal über die Foto- und Charaktere-Spots sprechen. Also fangen wir erstmal an. Es gibt keine Reihenfolge, nach der ich, also nach Wichtigkeit. Und falls es übrigens klingeln sollte bei mir, muss ich kurz unterbrechen, weil unsere Waschmaschine wird heute geliefert. Nur kurz so. Zwischendurch. Genau, also ich habe mir aufgeschrieben, einmal, dass die Wasserbrunnen inaktiv sind. Das müsst ihr bedenken, wenn ihr ins Disneyland Paris fahrt, weil sonst gibt es ja immer diese Wasserspender, wo ihr eure Flaschen auffüllen könnt oder auch mal direkt draus trinken könnt. Ich war nie ein großer Fan von denen, muss ich sagen, weil ja, die mir immer sehr chlorhaltig, also der Geschmack war sehr chlorhaltig. Im Notfall natürlich, wenn man kein Wasser hat, ist es natürlich in Ordnung, wenn man diese Wasserspender da sind. Aber ja, mir ist sogar einmal passiert, dass ich mein Getränk vergessen habe in der Woche und das war wirklich doof. Da hätte ich die Wasserspender gebraucht, aber natürlich aus hygienischen Gründen sind sie inaktiv. Also denkt dran, euch genug zu trinken mitzunehmen und denkt auch dran, genug zu trinken. Das vergisst man oft, finde ich, wenn man die Maske trägt und auch noch, wenn es 30 Grad draußen sind. Kann man das sehr schnell vergessen und dann merkt auch der Kreislauf schnell, dass man, ja. Also denkt bitte dran, viel zu trinken. Stellt euch in irgendeine Ecke, kurz die Maske runter, was trinken und dann weiter geht's. Dann auch noch vielleicht wichtig für die Raucher unter uns. Ich nicht. Die Raucherbereiche sind immer noch aktiv. Also ihr könnt in die Raucherbereiche gehen und da dürft ihr auch die Maske abziehen. Ist natürlich logisch, sonst geht das Rauchen schlecht. Da sind auch, blende ich euch ein, so Bodenmarkierungen, wo man, ja, dann, wo man weiß, wo man sitzen darf und wo man nicht sitzen darf, damit der Abstand auch gegeben ist. Ja, aber die Raucherbereiche sind immer noch aktiv und ihr dürft weiterhin im Disneyland Paris rauchen. Dann gibt es keine Shows oder Paraden oder Feuerwerke zurzeit. Es ist ja geplant, dass der Jungle Jive zurückkommt und auch Rhythm of a Pride Land. Das ist diese Show in diesem großen Theater, welches letztes Jahr zur Jungle Season stattgefunden hat. Aber wann das kommt, weiß ich nicht. Ist auch noch nicht bekannt gegeben worden. Spätsommer hieß es nur. Aber zurzeit gibt es keine Shows, keine Paraden. Es gibt nachmittags immer mal so eine Wasserfontänenshow am Schloss.
Aber die geht nur so 3 Minuten und ja, es wird halt darauf geachtet, dass man ja, keine Menschenansammlungen hat im Park. Und deswegen gibt es keine Shows und keine Paraden zurzeit. Und ich glaube, das wird auch länger so bleiben. Also bis wir Illuminations wiedersehen, das wird noch dauern. Und vielleicht bekommen wir dann direkt zum 30. Geburtstag das neue Feuerwerk, wer weiß. Ja, dann gibt es keine Fastpässe oder Single Rider, was zurzeit finde ich aber auch nicht nötig ist. Also die Wartezeiten waren wirklich top. Also ich wurde wirklich verwöhnt letzte Woche mit den Wartezeiten. Das Längste, was wir gewartet haben, gut, einmal hatte Crush Coaster noch einen technischen Defekt. Deswegen waren wir insgesamt 1 Stunde dort. Aber sonst Big Thunder Mountain, also das Maximal war 15 Minuten. Small World, glaube ich, für das Maximal war 10 Minuten. Also die Wartezeiten waren wirklich ein Traum und deswegen braucht man auch zurzeit keinen Fastpass oder Single Rider, finde ich. Der Grund ist halt bei Single Rider ist, dass man normalerweise ins Nebeneinander fremden Personen gesetzt wird. Klar, ist zurzeit nicht möglich und ja, das müsst ihr auch noch bedenken. Dann ganz wichtig, wenn ihr in große Restaurants gehen wollt, wie Plaza Gardens, Agrabah Café, was gibt es noch? Lucky Nugget etc. Also die großen, entweder was früher Buffet-Restaurants waren oder auch Table Service, also wo die Bedienung euch bedient. Wenn ihr dahin gehen wollt, ist es ganz wichtig, dass ihr vorher reserviert. Das geht online oder auch mittlerweile, glaube ich, über die Disneyland Paris App. Über die deutsche App geht das mittlerweile auch. Ja, es geht einfach darum, dass die Kapazität ja, nicht überstiegen wird und dass ihr auch einen sicheren Platz bekommt, wenn ihr Hunger habt. Und eben gesagt, es gibt keine Buffet-Restaurants, wie ihr es üblicherweise kennt. Wir waren einmal im Plaza Gardens, das war ja früher ein Buffet-Restaurant. Das ist mittlerweile, also wegen Corona, wegen dass da die Leute sich nicht am Buffet tummeln, auch nicht so. Ihr ist immer noch All You Can Eat. Es gibt eine Menükarte, eine Auswahl und ihr könnt euch so viel bestellen, wie ihr wollt. Da waren wir ja auch und das könnt ihr in dem Video, ich glaube an Tag 3, zur offiziellen Wiedereröffnung am 15. Juli, da könnt ihr das sehen, wie wir im Plaza Gardens essen waren und euch das mal gerne anschauen. Ansonsten fand ich das neue System der Buffet-Restaurants eigentlich ganz gut geregelt und ja, man wurde immer noch trotzdem satt. Ja, und was auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass man Tickets vorher online reservieren muss. Egal, ob ihr eine Jahreskarte habt oder einfach nur ein Tagesticket wollt, ihr müsst euch vorher online reservieren oder registrieren. Wenn ihr den Park besuchen wollt an gewissen Tagen. Also ihr müsst halt vorher sagen, ich gehe am 15. August möchte ich gerne in den Park. Das geht ganz normal online. Wenn ihr in Disneyland Paris auf die Webseite geht, kommt ihr auch ganz schnell auf dieses Reservierungssystem. Ich musste mich dann am Anfang mit meiner Jahreskarte noch neu anmelden. Mittlerweile logge ich mich einfach ein, suche mir einen Tag aus und ja. Ganz, ganz easy. Ich packe euch auch den Link gerne nochmal unten in die Infobox, wie ihr online euch mit der Jahreskarte registriert. Und falls ihr einfach ein Tagesticket braucht, bekommt ihr die auch auf dieser Seite. Und dann müsst ihr aber euch halt einen Tag auswählen, wann ihr in die Parks wollt. Ja, kommen wir zu den Foto- und Charakteren-Spots. Da habe ich ja immer mal wieder in den Vlogs drüber gesprochen, aber noch nicht so komplett am Stück. Genau, also es ist so, dass man Charaktere also in Anführungsstrichen treffen kann, aus Distanz. Es gibt Punkte auf dem Boden, wo ihr dann stehen könnt fürs Foto. Fotos könnt ihr nur selbst machen, also Selfies oder eure Begleitung von euch. Die Castmember werden eure Handys nicht in die Hand nehmen, aus hygienischen Gründen. Und ja, ich war ja immer mit Jessie unterwegs oder mit anderen Leuten und dann ging das ganz gut, dass jemand die Fotos von euch gemacht hat. Wir haben auch ein paar Selfies gemacht, aber ich bin jetzt nicht so der Freund von Selfies. Sahen auch ganz gut aus, aber ich fand die Fotos, die jemand anderes von mir gemacht hat, dann immer schöner. Und ja, auch zum Thema Maske nochmal. Man muss die Maske überall tragen. Auch für Fotos. Wenn ihr durch den Park läuft, wenn ihr ansteht, wenn ihr Attraktionen fahrt, überall müsst ihr die Maske tragen. Außer natürlich, wenn ihr in Restaurants seid oder in diesen Raucherbereichen oder es gibt auch gewisse Essensbereiche, wo ihr dann sitzen könnt und die Maske abnehmen könnt. Aber sonst bitte tragt die Maske. Wir haben so viele Leute gesehen, die für Fotos die Maske dann runtergenommen haben,
Wir haben sie auch darauf angesprochen, dass man bitte die Maske tragen soll, weil es ist nicht, also es ist zu unserer Sicherheit und ja, manche haben es einfach ignorierend, also haben es einfach ignoriert und trotzdem weiter Bilder gemacht. Wir haben dann auch die Castmama angesprochen und sie sind auch dann hin, aber leider sind die Personen auch schon weg gewesen. Aber wir haben einige Personen gesehen, die dann schnell für das Foto die Maske runtergenommen haben. Ist natürlich, also ich persönlich bin auch kein Fan von der Maske. Aber wenn Disneyland Paris sagt, hier, das sind die Regeln, ihr müsst euch dran halten, dann halte ich mich auch gefälligst an diese Regeln. Wenn ich das Disneyland Paris besuchen möchte, dann ist es auch einfach so, dass man sich an die Regeln halten soll. Und wenn man damit ein Problem hat mit der Maske oder mit diesen Regeln, dann fährt man da einfach nicht hin. Das ist meine Meinung zu diesem Thema Maske. Also bitte achtet drauf. Und wenn ihr auch Leute seht im Park, die die Maske abziehen, habt keine Scheu, sagt bitte, zieht die Maske ordentlich an. Es ist auch zu unserem Schutz. Und ja, also ich finde, die Castmember schauen da auch drauf, aber die können halt nicht jeden Person sehen. Dann helft in der Situation den Castmembern und macht die Leute darauf aufmerksam, weil ja, nur zusammen sind wir stark. Zurück zum Thema Charaktere. Also genau, ihr müsst die Maske auch bei den Bildern tragen mit Charakteren. Und ich muss sagen, ich habe mich über die Zeit, über die Woche, über die Tage immer mehr daran gewöhnt an diese Bilder. Und ich muss sagen, gegen Ende fand ich sie eigentlich gar nicht so schlecht. Klar, irgendwann ist das Make-up dann unter der Maske auch weggeschwitzt und man sieht nicht mehr ganz so toll aus. Aber ich muss sagen, über die Tage hinweg haben mir die Bilder immer mehr gefallen. Und genau, ich blende euch auch immer mal zwischendurch Bilder mit Charakteren ein, die mir persönlich sehr gut gefallen haben. Ich habe auch mal mich immer umgedreht zu den Charakteren. Das finde ich auch ganz einen schönen Tipp, wenn man sich zu den Charakteren umdreht, irgendwie so ein Herz zu den Charakteren macht oder den zuwinkt oder halt so tut, als würde man sie umarmen von weit weg. Also können schon ganz schöne Bilder entstehen und seid einfach kreativ. Die Interaktion mit den Charakteren ist immer noch vorhanden. Ihr könnt noch ganz normal mit denen reden. Bei den Prinzessinnen ist es leider so, dass sie sehr weit weg sind, weil die halt kein Kostüm anhaben, sagen wir es mal so, über dem Gesicht. Deswegen sind die Prinzessinnen sehr, sehr weit weg und man muss sehr laut mit denen reden. Aber ja, das finde ich ein bisschen schade, aber natürlich zur Sicherheit der Charaktere und der Castmember. Ja, dann genau, es gibt Selfie-Spots mit den Charakteren. Ich glaube, am Anfang habt ihr Daisy direkt am Town Square in diesem schönen Pavillon. Dann direkt links daneben ist Donald an diesem Häuschen, wo alle möglichen Charaktere bereits wohnen. Dann habt ihr auch die Herzkönigin, Dideldam und Dideldum heißen die, glaube ich. Die tauschen dann immer mit der Herzkönigin mit dem Hasen. Wen haben wir dann noch im Hauptpark? Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen. Auf jeden Fall werden die auch bestimmt mal wechseln zwischendurch. Und ja, es gibt auch die sogenannten Magic Shots, die ich ja sehr, sehr liebe. Also die Magic Shots die gibt es ja in Amerika schon seit Jahren und wir hatten sie immer mal vereinzelt. Letztes Jahr auch zur Lion King Season hatten wir auch ein paar Magic Shots, aber immer nur, also so ein paar. Und jetzt haben sie wirklich aufgestockt mit den Magic Shots und ich liebe sie. Dazu muss man sagen, man braucht einen Fotopass für diese Magic Shots. Das heißt, wenn ihr keinen Fotopass habt, dann könnt ihr auch die, also ihr könnt, kriegt dann so ein Kärtchen und könnt euch die separat ausdrucken, aber ihr bekommt da nicht alle irgendwie online zum Runterladen. Wenn ihr eine Jahreskarte habt, also die Infinity, habt ihr ja sowieso den Fotopass inklusive. Und ich glaube, in der Magic Plus zahlt ihr irgendwie einen kleinen Betrag fürs komplette Jahr. Und ansonsten, wenn ihr nur ein paar Tage da seid, keine Jahreskarte habt, kostet der Fotopass 79 Euro, ist dann 30 Tage gültig und da könnt ihr euch auch alle Fotos drauf machen lassen. Es gibt immer noch On-Ride-Fotos, also auf den Attraktionen. Da könnt ihr euch die Bilder dann ja auch, also ihr geht dann zum Schalter und dann werden die Bilder auf euren Fotopass gespielt. Das Problem ist, wenn es Leute gibt in eurem Wagen oder in eurem, sagen wir mal, bei Tower of Terror in dem Aufzug, die die Maske abnehmen bei der Attraktion, wird das Bild leider zensiert. Das heißt, das Bild bekommt ihr nicht, weil irgendein anderer Depp die Maske während der Fahrt runtergenommen hat. Dann gibt es das Bild leider nicht. Also wie gesagt, immer schön die Maske anlassen. Ja, Magic Shots, die gibt es verteilt im Hauptpark. Es gibt auch normale Fotopass-Fotografen, wo kein Magic, also Magic Shot heißt, es wird
irgendwas reingeshoppt, photoshoppt. Also es gibt einmal Tinkerbell, ich werde euch auch Bilder einblenden, wo die ihn in der Hand hält. Dann gibt es Luftballons, die ihr in der Hand haltet. Die findet ihr beide direkt am Schloss. Die Luftballons sind vormittags rechts, also wenn ihr die Main Street runterlauft, ne, Richtung Schloss, habt ihr zwei Fotografen direkt in der Mitte vor dem Schloss. Links ist ein normaler Fotopass-Fotograf, wo ihr einfach Bilder vom Schloss machen könnt. Auch wirklich super schön, habe ich auch jeden Tag genutzt. Und rechts davon ist morgens, vormittags, der Magic Shot mit den Ballons. Und nachmittags findet ihr dort den Magic Shot mit Tinkerbell. Vormittags ist Tinkerbell in der Nähe vom Plaza Gardens. Ich weiß, das ist sehr viel Information, aber vielleicht schreibt ihr euch die jetzt kurz mit, wenn ihr demnächst fahrt, damit ihr auch keinen Magic Shot verpasst. Genau, also Tinkerbell ist vormittags in der Nähe vom Plaza Gardens. Dann gibt es den Magic Shot bei Phantom Manor. Da bekommt ihr ein Bild mit dem Phantom persönlich. Auch sehr cool. Dann geht es weiter im Adventureland bei der Aladdins Wunderlampe. Da gibt es auch einen Magic Shot und ja, es steht im Prinzip an der Lampe und dann kommen da so Special Effects bei dem Bild raus. Aber ihr seht das ja alles. Dann gibt es noch einen Fotopass, Magic Shot in der Nähe von Dumbo. Gegenüber vom Peter Pan, von der Peter Pan Attraktion. Da steht ihr einfach und ihr bekommt einen schönen Rahmen um euch herum. Und dann gibt es noch, also kein Magic Shot, sondern einfach einen Fotopunkt im Princess Pavillon. Da gibt es keine Prinzessinnen zurzeit, aber Disneyland Paris hat da einen wunderschönen Thron hingestellt. Also der ist riesig, rot, pompös. Oben findet ihr ein Schloss, im Hintergrund sind die Prinzessinnen auf so Glasfaser, auf so Glasreihen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also auf Glas. Aber wirklich wunderschöner Spot, muss ich sagen. Finde ich auch besser als die Prinzessinnen persönlich. Weil, also die Bilder mit Prinzessinnen in diesem Princess Pavilion war bei mir immer nicht so toll. Und die Bilder auf diesem Thron, muss ich sagen, sind jetzt echt schön. Und ist auch einer meiner Lieblingsfotospots mittlerweile jetzt. Und da waren wir auch öfters drin. Und ich glaube, das war es jetzt im Hauptpark an Magic Shots. Ich gucke nochmal durch, falls ich noch einen finde, blende ich euch den ein, aber ich glaube, das war es im Hauptpark. Dann geht es aber weiter in den Walt Disney Studios. Da habt ihr auch noch einige Magic Shots und auch Fotopass-Fotografen. Also wenn ihr durch die große Halle geht, durch Studio 1, kommt direkt der erste Fotopass-Fotograf und zwar einfach nur vor der Mickey und Walt Disney Statue. Da könnt ihr auch wirklich tolle Bilder machen. Der steht auch täglich dort. Dann geht ihr weiter. Rechts, direkt gegenüber vom, wo ihr Olaf treffen könnt, im Animation Theater heißt es, glaube ich, genau, könnt ihr einen Magic Shot mit Stitch machen. Der sitzt dann auf der Bank neben euch. Und wenn ihr weiterlauft Richtung Place de Remy, also bei Ratatouille, habt ihr auch nochmal einen Magic Shot und zwar habt ihr dann Remy auf der Hand. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen Magic Shot in den Walt Disney Studios vergessen. Ansonsten in den Walt Disney Studios könnt ihr auch Charaktere treffen, aber die meisten mit Liberty. Die ganz tolle Liberty App. Wie die Liberty App funktioniert, verlinke ich euch auch nochmal gerne bei dem i. Habe ich mal ein Video drüber gemacht. Und zwar ist es in den Walt Disney Studios sehr viel, finde ich zurzeit, was man machen kann mit Charakteren. Und zwar könnt ihr einmal, es gab ja vorher die Show im Animation Theater mit Elsa, Anna, ich weiß jetzt nicht mehr genau den ganzen vollständigen Namen, Frozen irgendwas. Auf jeden Fall war diese Singalong da drin und das gibt es ja zurzeit nicht mehr. Da aber könnt ihr trotzdem die Charaktere treffen, natürlich von Distanz. Und da lauft ihr dann durch und dann trifft ihr in dem ersten Raum Christoph und Sven. Und dann im nächsten Raum Anna und Elsa. Und für dieses Meet and Greet braucht ihr die Liberty App. Die Slots, soweit ich weiß, werden ab 10 Uhr stündlich geöffnet. Wir haben, also um 10 Uhr müsst ihr dann reingehen und dann ist es sehr schnell ausverkauft, also schnell ausgebucht. Ihr müsst dafür nichts bezahlen, es ist sehr schnell ausgebucht. Und dann müsst ihr stündlich immer, wenn ihr es um 10 Uhr kein Glück hattet, um 11 Uhr nochmal reinschauen, um 12 Uhr. Also die werden wohl stündlich aufgemacht sozusagen, diese, ich sag immer Slots, ich weiß den deutschen Begriff nicht. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Irgendeiner hat mal unten gefragt, was sind Slots und dann hat irgendeiner auch kommentiert, was es auf Deutsch heißt. Aber ich weiß, hab's leider vergessen. Ja, ansonsten
braucht ihr noch die Lion Butcher App für Olaf in den Walt Disney Studios, den könnt ihr noch treffen, und Mickey, Minnie und Goofy. Die sind an diesen, wie früher, an diesen, wenn ihr hinter Crush geht rechts, kommen ja diese zwei Fotopunkte, die waren schon immer da mit Lion Butcher App und die sind auch immer noch mit Lion Butcher App, und zurzeit findet ihr da Minnie und Goofy. Es gibt aber noch mehr Charaktere in den Walt Disney Studios ohne Lion Butcher. Und zwar, was ich mich super freut, ist, dass Sully echt fast jeden Tag draußen ist in den Walt Disney Studios. Ich habe Sully davor leider immer verpasst und nie getroffen. Und das war einmal, also ich hätte ihn gerne geknuddelt. Ich liebe ja auch Chewbacca-Knuddeln, weil er so groß und flauschig ist. Und ich hätte sehr gerne Sully geknuddelt. Aber irgendwann in den nächsten Jahren wird das bestimmt noch stattfinden. Wir durften ihn nur von Distanz sehen, aber trotzdem, Sully ist mega. Und das finde ich echt schön, da braucht ihr auch keine Lion Butcher App, dann da stellt ihr euch einfach an. Ansonsten gibt es noch zwei richtig coole Foto-Locations in den Walt Disney Studios. Jetzt weiß ich aber die Namen der Theater nicht wirklich. Also da, wo die Mickey and the Magician Shows stattfindet, links von Sully, wenn man jetzt vorne also den Sully-Foto-Point sieht, links davon, habt ihr Mickey and the Magician früher gehabt, die Show. Da ist auch immer noch die Kulisse und ihr könnt Charaktere dort auch treffen und Fotos machen. Und da gibt es auch zwei Fotopoints drinnen. Einmal habt ihr dann eine Prinzessin. Bei uns war es Belle, aber ich habe auch auf anderen Bildern gesehen, dass Cinderella mit der guten Fee auch in ihrer Kutsche dort war. Die haben wir leider nicht gesehen, aber wir hatten Belle. Und am nächsten Fotopoint habt ihr dann Mickey als den, also wie in der Show als Zauberer. Und das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Idee, finde ich, von Disneyland Paris, das so umzusetzen, wenn die Show nicht stattfindet, dass man trotzdem die Charaktere sieht in dieser tollen Kulisse. Und es ist einfach wirklich super schön und die Atmosphäre da drin einfach magisch. Das Problem, also Problem, da war, kann man schon wirklich sehr lange warten. Wir hatten das Glück mit Michaela, da sie eine Green Card hat, dass wir nicht so lange warten mussten. Aber ich habe auch schon gehört, das kommen wir gleich zu, bei Marvel, hat man schon über eine Stunde anstehen müssen. Also da müsst ihr vielleicht ein bisschen mehr Zeit einrechnen, wenn ihr das machen wollt, oder ganz früh morgens direkt hingehen. Ich glaube, die erste Show, das erste Mal, wo sie aufmachen. Also es gibt wirklich Showzeiten, die seht ihr auch am Wartezeitenbereich, also an dieser Tafel, wo die Wartezeiten sind. Da seht ihr auch die Showzeiten, wo das im Prinzip offen hat. Und das erste Mal beginnt um 10:30. Also wenn ihr wirklich das machen wollt, dann würde ich euch raten, direkt um 10 oder so sich da anzustellen. Da ist meistens die Wartezeit noch am geringsten. So, jetzt habe ich ja eben schon Marvel gesagt. Dann weiter rechts, also vom Studio ans rechts, da ist ja auch noch ein Theater, da war früher die Marvel-Show drin. Da könnt ihr die Marvel-Charaktere treffen. Auch wirklich sehr cool gemacht. Und da sind die Wartezeiten echt, boah, sehr lang. Also ich habe gehört, über eine Stunde teilweise. Da hatten wir auch Glück mit Michaela, durften wir auch mit der Green Card rein. Aber ja, da müsst ihr auch viel Zeit einplanen. Und ich weiß gar nicht, wir hatten Captain America und Captain Marvel, Black Panther und Doctor Strange war bei uns drin. Ich blende euch aber auch die Bilder ein. Und ja, also wirklich auch wirklich coole Kulisse, cooler Hintergrund und ja, auch schöner Fotospot zum Bilder machen. Das war es jetzt auch aus den Walt Disney Studios. Also man kann immer noch super viele Fotos machen mit Charakteren, mit Magic Shots, und ich liebe es. Ich bin ja ein Fotofan, und wir haben letzte Woche, glaube ich, das darf man gar nicht so laut sagen, ich glaube, ich habe 6000 Bilder auf meinem Handy. Natürlich sind da ganz viele doppelt und dreifach und fünffach und zehnfach, und ich muss die noch alle aussortieren, aber es sind schon sehr viele Bilder. Ja, das waren zum Thema Charaktere. Jetzt kommen wir zum Schluss noch zu euren Fragen, die ihr unter mein Video gepostet habt im letzten Vlog. Und falls ihr irgendwelche, also noch zusätzliche Fragen habt, könnt ihr auch die gerne einfach unten in die Kommentare schreiben, und ich antworte da gerne drauf. Ansonsten, ja, habe ich Fragen bekommen, ob die Kinder auch Masken tragen müssen. Nein, also Kinder bis 11 Jahren müssen keine Maske tragen, nur Kinder ab 11 Jahren müssen eine Maske tragen. Genau, aber ich habe auch viele Eltern gesehen, oder wir haben auch jemanden getroffen, den ich persönlich kenne. Die Tochter ist, glaube ich, 5 oder 6, und die hat auch eine Maske getragen, weil die Mutter gesagt hat, ich möchte auch mein Kind schützen. Und ja, im Prinzip hat sie, also
von sich aus gesagt, mein Kind soll auch eine Maske tragen, aber das ist jedem selbst überlassen. Dann wurde ich gefragt, nicht zum Thema Corona, allgemein eine Restaurantempfehlung. Ich liebe ja das New York Sandwich in Disney Village. Da bekommt ihr sehr viel für euer Geld. 14,99 € kostet das Menü ohne Rabatt. Da bekommt ihr eine Pizza oder Pasta, Salat oder Pommes, ein Getränk und ein Nachtisch. Und da kann ich euch den Lemon New York Cheesecake empfehlen. Und mit Jahreskartenrabatt zahlt ihr, glaube ich, 12,70 €. Also das ist mein absolutes Favorite-Restaurant, weil man da super satt wird. Und die Pizza schmeckt lecker, die Nudeln schmecken lecker, der Salat, den mag ich eh im Disneyland Paris. Und dieser Cheesecake. Oh. Und was ich auch noch gut finde, ist, dass man eine Flasche bekommt zum Trinken. Das heißt, manchmal im Disneyland Paris, wenn man da zu Conny hat, die Pizza Outpost geht, kriegt man halt so einen Pappbecher mit Getränk. Und da kriegt man halt eine Flasche. Und wenn man jetzt nicht alles austrinkt, kann man sie sehr gut mitnehmen. Ansonsten im Park, muss ich sagen, finde ich Plaza Gardens gar nicht so schlecht. Ist halt etwas teurer. Und von den Schnellimbiss-Restaurants mag ich den Mexikaner in Frontierland. Jetzt weiß ich den Namen gerade nicht. Alf, irgendwas mit Alf. Auf jeden Fall im Frontierland der Mexikaner, dem bin ich auch ein großer Fan von. Oder Hakuna Matata. Jetzt als Schnellimbiss-Restaurant. Aber das ist immer alles Geschmackssache. Es gibt auch Leute, die können gar nicht in Disneyland Paris essen, weil sie das Essen schrecklich finden. Aber ich bin gar nicht so wählerisch. Und könnte auch jeden Tag eine Mickey-Pizza mit Salat essen. Also da bin ich nicht so wählerisch. So, jetzt muss ich mal kurz Pause machen, weil meine Laufzeit vom Filmen gleich zu Ende ist. So, weil meine Kamera nimmt immer nur eine halbe Stunde auf und dann muss ich nochmal neu aufnehmen. Ja, ist schon so lange. Mensch, muss man schneller machen. Dann habe ich die Frage bekommen, Tipps zum Sparen und zum Eintritt. Das kann ich gar nicht hier alles anreißen, weil ich habe mal ein Video gemacht, wo man was gratis im Disneyland Paris ist und auch Tipps allgemein zum Disneyland Paris. Und da sind auch einige Spartipps dabei. Schaut einfach in meinem Kanal durch diese Tipps-Videos. Ansonsten zum Eintritt. Ihr müsst ja sowieso jetzt online buchen. Vorher hätte ich gesagt, kauft nie das Ticket am Eingang, weil das immer am teuersten ist, aber das fällt ja zurzeit raus. Ansonsten gibt es ganz gute Angebote, finde ich, online. Für jetzt, glaube ich, im Sommer gab es Ein-Tagestickets-Angebote. Ansonsten, was ich euch auch noch raten kann, schaut mal auf die Jahreskarten. Es gibt ja die günstigste Jahreskarte, kostet, glaube ich, schon um die 200 Euro, 189. Natürlich habt ihr da viele Blackout-Dates, aber wenn ihr jetzt, sagen wir mal, unter der Woche fahrt, nicht in den Ferien, kann sich diese Jahreskarte auch für euch lohnen. Also da würde ich auch mal reinschauen. Aber das ist ein sehr langes Thema und ich werde auch irgendwann noch ein Thema machen ein Video machen zum Thema Sparen im Disneyland Paris. Weil ich bin ja da schon, also jetzt nicht was Einkaufen angeht, aber so Essen etc. bin ich schon ein kleiner Sparfuchs. Ja, dann Wartezeiten habe ich auch schon kurz angerissen. Da war auch eine Frage. Also Wartezeiten waren wirklich ein Traum. Also ich wurde wirklich verwöhnt letzte Woche für die Attraktion. Ich bin noch nie so viele Attraktionen gefahren. Wir sind an einem Tag abends alle Attraktionen im Fantasyland gefahren, innerhalb von 45 Minuten. Außer Peter Pan, das war leider war eine technische Störung. Aber ansonsten haben wir wirklich, also wir haben sehr viele Attraktionen gemacht. Und das längste war wirklich bei Crush und das waren irgendwie so eine halbe Stunde. Und das ist für Crush schon sehr gut. Also Ratatouille waren immer nur 5 Minuten. Tower of Terror waren, glaube ich, mal 10 Minuten. Big Thunder Mountain sind wir eigentlich auch mal durchgelaufen. Also die Wartezeiten sind ein Träumchen und auch bei den Charakteren sind die Wartezeiten im Verhältnis zu vor Corona ein super gering. Also das geht viel schneller mit diesen Selfies und man wartet auch nicht lange bei den Charakteren. Ich glaube, das längste, was haben wir da gewartet bei den Charakteren? 5 bis 10 Minuten. Also echt ein Träumchen. Außer natürlich jetzt in den Marvel, für die Marvel-Charaktere und für Mickey in the Magician. Da müsst ihr mehr Wartezeit einplanen. Dann über Fotos und Fotopass habe ich bereits gesprochen. Und über die Magic Shots. Also für die Magic Shots braucht ihr einen Fotopass. Ansonsten bei den Charakteren braucht ihr keinen. Auch im Princess Pavilion, da gibt es zwar einen Fotopass-Fotografen. Da könnt ihr aber auch Bilder mit eurem Handy machen. Das ist kein Problem.
Und dann wurde noch gefragt, ob es in den Shops überall dieselben Sachen gibt. Nein. Es gibt so viele Shops an jeder Ecke und in vielen Shops gibt es nicht dasselbe. In jedem Shops, schon wieder. In jedem Shop gibt es andere Sachen. Deswegen lohnt es sich, in jeden Shop mal reinzuschauen, was ihr dort findet. Es ist immer unterschiedlich thematisiert. Vor allem auf der Main Street habt ihr einmal Küchen- und Haushaltsartikel, Kleidung. Im Emporium findet ihr von jedem irgendwie alles. Also wenn ihr keine Zeit habt, viel zu shoppen, würde ich euch das Emporium empfehlen auf der Main Street. Da findet ihr eine große Auswahl aus allen möglichen Sachen. Und ja, also es gibt nicht in jedem Shop dieselben Sachen. Also müsst ihr wohl durch jeden Shop schlendern. Ja, das war's auch schon zu meinem Review. Ich kann euch, also ich hätte jetzt vor Corona gesagt, also bevor die Eröffnung stattgefunden hat, hätte ich gesagt, fahrt nicht nach Disneyland Paris, wenn ihr zum ersten Mal fahrt, weil es doch sehr viele Einschränkungen gibt. Aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, nach der einen Woche, mit den geringen Wartezeiten und trotzdem, also klar, Disneyland Paris macht auch die Paraden und die Shows aus, die jetzt nicht zurzeit stattfinden. Aber ich finde, es ist trotzdem immer noch ein sehr schönes Erlebnis gewesen. Und also ich würde jetzt, wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt hin, nutzt diese kurze Wartezeiten, diese, ja, also diese eingeschränkte Kapazität, weil es teilweise echt leer ist. Wir haben abends tolle Bilder gemacht auf der leeren Main Street, wo fast keiner mehr da war. Und also, ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch, wirklich. Wahrscheinlich Ende August sind wir wieder da für ein Wochenende und ich freue mich schon sehr drauf. Und ich habe es wirklich vermisst, die Zeit im Disneyland Paris und auch mit Maske trübt es nicht, die Magie. Und wenn ihr kein Problem habt, die Maske den ganzen Tag zu tragen und euch diese mit den Einschränkungen klarzukommen, fahrt hin, schaut es euch an. Die Cast-Member sind wirklich super freundlich, die sind einfach der Wahnsinn, die freuen sich wieder zu arbeiten und ja, die Magie weiter zu verbreiten. Und es war wirklich, wirklich eine sehr, sehr tolle Woche. Sehr anstrengend natürlich. Disneyland Paris ist immer anstrengend, weil man so viel läuft und so viel erleben will in einem Tag. Aber ja. Also ich würde es jedem empfehlen, jetzt da hinzufahren. Es war wirklich, es ist toll. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Review-Video gefallen. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten bin ich Ende August wieder da und nehme euch natürlich mit der Kamera in meinen Vlogs und zeige euch vielleicht, was sich verändert hat bis dahin. Vielleicht hat sich auch schon was verändert. Ich hoffe, dass der Park noch offen hat bis dahin. Man weiß ja nie, wie die französische Regierung auf einmal reagiert oder was in den nächsten Wochen passieren kann oder passieren wird. Das weiß man leider nicht. Es kann wirklich sein, dass morgen Disneyland Paris sagt, wir schließen wieder, weil die Zahlen höher steigen. Und ja, deswegen haben wir die Woche wirklich sehr genossen und freuen uns auf unseren nächsten Besuch. Also, wenn es euch, wenn. Ich habe zu lange geredet, ich muss aufhören. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann!